Ja, hallo und herzlich willkommen aus dem verregneten Berlin in the Bus. Ja, wir spielen eine Runde The Bus und wir fahren auch die einzige mitgelieferte Linie, die TXL. Fahren von Essen-Dubernhof Alexanderplatz zum Flughafen Tegel. Und das Ganze machen wir mit dem Skyliner CityWide gehen. Ich weiß nicht welche, das ist, die BVG hat ja viele verschiedene Varianten. Das sind GN16, GN15 oder GN14 oder ein GN18. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, es ist ein GN16. Gut, aber wir starten die Elektronik mit I. Machen den Scheibenwischer an. Es ist pisst. Entschuldigung, regnet. Ach, meine Tasten. Warum gehen meine Tastenkombinationen nicht mehr? Wofür habe ich die denn extra be. Ah, deswegen. Ah. Nee, das war die falsche Taste. Was war denn das? Nee, hier. So. Nee, aber das macht keinen Sinn, weil. Ich dann so hier. So. Wir fahren 95 601. Genau, Abfahrt ist 6. Genau, brauchen wir. Können wir aber einmal die Tür aufmachen wieder. Genau, Flughafen Tegel. Über Berlin Hauptbahnhof. Natürlich sehr ungünstig, dass wir hier dynamisches Wetter anhaben und es genau dann regnet. Aber naja. Setzen wir uns rein. Gucken noch mal ganz kurz. Waren das? Sitzt, das ist hier Zeit, ne? Das war glaube ich hier. Genau, jetzt haben wir noch eine Minute Zeit. Ja, wurde ja mal gefragt, ob ich den Bass zeigen kann. Da habe ich gesagt, ja, hatte ich sowieso vor. Und jetzt mache ich's. Klimaanlage machen wir auch noch an, von mir aus. Licht brauchen wir nicht. Zähne. Wir haben es gerade relativ warm hier. Deswegen muss ich noch einen Schluck trinken, bevor wir abfahren. Ich finde die Flasche auch viel. Ach ja. So, dann würde ich sagen, machen wir die Tür zu. Ich hoffe, mal lautstark und sowas. Passt alles. Die Türen sind leider etwas lauter. Ach man, ich drücke mal die falsche Taste. Die Taste wollte ich. Irgendwas habe ich vergessen. Ah. Was habe ich vergessen? Man hört leider relativ wenig vom Motor. Finde ich irgendwie, ich weiß nicht. Ja. Erstmal das andere Bremsverhalten gewöhnen. Können wir den Regen hier irgendwie zufällig ausschalten? Ja, können wir. Klar. Dann doch irgendwie lieber. Kann ich das Spiel eventuell noch einen Ticken lauter machen, nachdem es zwar die Ohren hat, wenn die Türen aufgehen, aber das ist dann so. Ja, du bist aber auch so ein Arschloch-Taxifahrer. Ich fahre tatsächlich, wenn ich so, ich bin ja privat auch ein bisschen schon gefahren.
Spandauer Straße, Marienkirche. Und da fahre ich ganz gerne mit dem Radio. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das geht, weil so GEMA und Gedöns. Und so wie ich die Musik gehört habe, gehe ich davon nicht aus, dass man die für irgendwelche Videos nutzen kann. Bloß, da habe ich mich jetzt nicht großartig auseinandergesetzt. Kann ich also, das mache ich auf hinten auf. Heißt, ich kann das nicht genau beantworten. So beurteilen, wie das ist. Das ist irgendwie sowas, was man am meisten in Berlin macht, im Bus stehen. Entweder im Stau oder an roten Ampeln. Außer man ist nachts unterwegs oder eventuell nicht im Berufsverkehr. Dann geht's noch, aber ansonsten wird's voll. Ein bisschen was hört man vom Motor. Aber das werdet ihr, glaube ich, nicht hören, weil ich so wie ich die UWF-Pflege zumindest sehe. Da ist dann die Staatsoper. Oper. Die Staatsoper. Mein Gott. Also so während der Fahrt finde ich das Spiel relativ leise, muss ich sagen. Staatsoper. Muss ich mal so sagen, aber wenn man halt dann so im Vergleich dann die Türen oder so hört, dann ist es schon ein gewaltiger Unterschied. Immer ein bisschen schnell hier unterwegs. Soweit ich weiß, tagsüber glaube ich fast durchgängig im 6-Minuten-Takt gefahren. Da bin ich mir aber leider nicht mehr zu 100% sicher. Ich drücke immer die falsche Taste, die Taste will ich. So, du willst einen Einzelfahrerschein ABC 3,80 €. 4 hast du bezahlt, das war nicht wieder. So. Perfekt. Hätte nur ein bisschen früher gegründet werden können. So, 2, 3 Sekündchen. Ich vergaß die Baustelle hier. Unter den Linden, Friedrichstraße. Alter, was habe ich denn jetzt hier mit den Bremsen immer? Die reagieren aber auch irgendwie sehr stark. Das sieht irgendwie ein bisschen unschön aus. Er wird wahrscheinlich noch gefixt. Denke ich mal. Also wie gesagt, ich finde die Türen im Vergleich zu anderen Sachen echt laut. Zu laut. Ja, ich werde es auch so handhaben, dass ich dann jetzt immer montags versuche, dann mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen, das heißt auch mal hier wie jetzt hier der Bass,
oder Zugsi, Train Simulator, Tramsim und was weiß ich nicht, dass ich die Spiele da so ein bisschen einbaue und dann halt wirklich mich dann Mittwoch und Freitag hauptsächlich dann auf OMSI fokussiere, sage ich mal. Liegt ganz einfach daran, dass ich merke, dass es mit OMSI am besten läuft. Einfach, liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich sehr viel zu OMSI gemacht habe im Vergleich zu anderen Projekten. Deswegen. Und ja, Formel 1 wird halt noch weiterlaufen, noch hoffe ich. Wenn nicht, dann ist es halt so. Dann müssen wir warten, bis dann der neue Teil draußen ist. Der im Juli, S- und U-Bahnhof Brandenburger Tor. am 16. Juli 2021 erscheint ja Formel 1 2021. Und genau. Ich finde den Bär hier echt cool. Schöner BVG-Bär. Also hier kommt man dann, oder man theoretisch runterkommt zur S-Bahn. Auf der Seite hier selten war. Ich war meistens immer auf der anderen Seite. Diese Hupe. Ja, was? Natürlich. Eigentlich hier drauf. Ah, 2,3 Kilometer, 0,1 Stunden, 7:15 Uhr, 7.06.21 Uhr. Das kommt sogar hin. Also ich nehme das gerade nicht am 7.06. um 7:15 Uhr auf. Ich habe jetzt ja 15 Minuten danach da wach, also nee, aber ich habe jetzt einfach dann das Datum genommen, wo du frei rauskommen soll und ja. Marschallbrücke. Ich muss sagen, ich freue mich echt, wenn dann hier wirklich der KI-Verkehr kommt. Also sprich auch KI-Busse, meine ich damit. Und wenn der Multiplayer da ist. Da bin ich sehr gespannt drauf. Was es dann gibt. Wie gut der funktioniert und ob das. Ja, keine Ahnung. Hallo.
Da haben wir die Polizei vor uns. Charité Campus Mitte. Und bevor wieder irgendjemand sagt, es gibt einen Tempomat, wir müssen. Ja, ich weiß. Wir müssen aber trotzdem nicht. Weil ich finde Tempomat im Stadtverkehr finde ich nicht so sinnvoll, sage ich mal. Vor allem gerade in so einer Großstadt wie hier in Berlin, wo man dann doch des Öfteren mal steht, da mache ich den nicht an. Boah, ich muss mal hier, also tut mir leid, ich muss hier das Fenster mal öffnen, das ist sonst zu warm. Boah. Frische Luft, ein bisschen. So, kommen Sie rein. So, er will haben 24 Stunden Ticket AB. Bekommst du. 1 Ziffer schön ABC. Auch hier noch mal kurz das von außen angucken. Sieht eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen. Ich glaube, wenn hier gleich mal keiner langläuft, nehme ich das als Bild. Wobei, dafür muss ich dann gehe ich lieber in den Fotomodus. Mal aus und dann Einstellungen hier. Bild wurde aufgenommen, das ist super. Gut. Das mal wieder an. Und fahren ab. Pling. Robert Koch Platz. Ich wollte gerade sagen, du wartest aber. Genau, hier hat nämlich der TXL geendet und hat dann mit dem 245 getauscht. Entschuldigung. Der 245 ist vorher hier hingefahren. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die Endhaltestelle war. Müsste sogar hier irgendwo gewesen sein. Da bin ich mir aber auch nicht zu 100% sicher. Das muss, glaube ich, hier rechts oder so gewesen sein. Und der 245 hat dann mit dem TXL getauscht. TXL hat aufgrund einfach zu großen Verspätungen ist er nur noch bis zum Robert-Koch-Platz gefahren. Und dann zum Flughafen Tegel. Und der 245 ist dafür dann vom Essen-Dubernhof zum Hirschen Garten durch bis zum Alex gefahren. Hat natürlich überall angehalten. Aber ja, bin
nicht, noch nie selber an sich so mitgefahren. Jetzt geht es ja sowieso nicht mehr. Dadurch, dass die U5 verlängert wurde, ist ja, soweit ich weiß, die Linie auch hinfällig. Zumindest zwischen Alex und Hauptbahnhof. Da muss ich aber nochmal genauer gucken, ob es wirklich so ist. Aber ich bin der Meinung schon. Wo haben wir sie denn? Da. Genau. Nee, die Linie fährt nur zwischen Zoo und Hauptbahnhof. Richtig. Um genau, um genau zu sein, zwischen Herzallee und Robert-Koch-Platz. Invalidenpark. Für eine Straßenbahnlinie in 5, der macht 110. Guten Tag. Einzelfahrschein ABC bekommst du natürlich gar kein Problem. Bitte. Nee, nee, so. Flackert irgendwas ein bisschen, aber naja, wird sich hoffentlich noch legen. Da ist rot, da ist rot, da ist rot, da ist rot. Das habe ich nicht gesehen. Sitzplätze 45, Stehplätze 99, Rollstühle 2. Auskünfte nur bei Halt. Da haben wir die Kamera. Kann man die eigentlich auch durchschalten? Ne, kann man nicht. Okay. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können, dass das Ganze funktioniert. Hauptbahnhof. Genau, der Hauptbahnhof. Legen. Wir haben die Möglichkeit zu fahren mit den S-Bahnlinien S3, S5, S7 und S9. Das heißt, ich so Spandau, Potsdam Hauptbahnhof, Erkner, Flughafen Berlin-Brandenburg, also Flughafen BER, Ahrensfelde und Strausberg. Oder halt zum regionalen Fernverkehr Richtung Pfalz-Rostock, also zum Regionalverkehr Rostock, Wismar, Wittenberge, Potsdam, Brandenburg, Magdeburg, Cottbus, Frankfurt-Oder, Lutherstadt-Wittenberg, Stralsund,
Elsterwerda, Wünstorf-Waldstadt, Finsterwalde. Alles Mögliche gibt es ja da. Und halt natürlich Superlinie 5. Und ich glaube, der 120er fährt, der 123, im 41, im 85, 245, 147, 142. Ich glaube, es war's. Viertelstunde, okay. Also knapp eine Viertelstunde. Gut, rote Ampel ist perfekt, trinke ich einen Schluck. Aber die Autos sehen von der Textur her einfach so real aus. Das finde ich schon krass. U-Bahnhof Turmstraße. Klar. Steht. Hoppala. Hoppla, hoppla, hoppla. Draußen natürlich schön gearbeitet, gar kein Problem. Machen wir das Fenster ein Stückchen weiter ran. Wir hoffen, dass man es nicht mehr allzu stark hört. Ja, es wird demnächst auch wieder ein paar mehr Livestreams geben. Sobald ich ja dann ab dem 24. oder ab dem 21.06. Sommerferien habe. Wird es auch definitiv ein paar mehr Livestreams geben, nicht unbedingt am Abend, sondern einfach so spontan in der Woche, sei es um 10, sei es um 11 oder um 12 oder um 13 Uhr oder was weiß ich, die dann auch immer unterschiedlich lang sein werden, wo wir vielleicht auch mal irgendwelche anderen Spiele spielen werden. Wer weiß. Jetzt, also sowas ist in Berlin unmöglich, dass man durchgelassen wird eigentlich. Ja,
Das bis So, der LKW hat da rot schon. Okay, das ist gut. Dann halten wir mal hier auf Turmstraße. Für die U-Bahn-Linie 9. Rossauer Straße und Rathaus Steglitz. Ein Zufahrschneider Abweg. Bitte. Falsche Taste. Ich drücke immer irgendwie Steuerung. Jetzt bin ich gespannt, ob sie mich hier rüberlassen. Auf dem Fahrradweg darf ich ja nicht fahren, soweit ich weiß. Dann müssen sie mich ja irgendwie rüberlassen. Oh nee, müssen sie nicht. Ich fahre einfach über die Busampel. Und die stehen wir noch ein bisschen, glaube ich. Ja, das ist halt Berlin. Wollen wir noch ein Stückchen so. Ja, uns passt alles. Da hinten haben sie jetzt grün. Okay, das wird jetzt hier noch rüberkommen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Turmstraße, Beusselstraße. Dann kommen wir auch gleich schon zum S-Bahn. Ja, danke. Kommen wir auch gleich zum S-Bahnhof Beuselstraße. Ich nehme aber auch jede rote Ampel mit, die ich heute nehmen kann, ne?
Weichis sind hier, ne? S-Bahnhof Beusselstraße. Genau. Ja, meine Umsteigemöglichkeit zu den S-Bahn-Linien. S41 und S42, das sind die beiden Ringbahnlinien. Eine im Uhrzeigersinn, die andere gegen den Uhrzeigersinn. Runter und kommt dann auf den S-Bahnhof. Döner Kebab, genau. Buchholzweg. Danach kommt auch schon der Flughafen Tegel. Das Warten und das Warten. Ich gebe Gas, ich will Spaß. Falls jemand weiß, wie das ist mit GEMA und Musik hier im Spiel, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ob das Ganze GEMA-frei ist oder nicht. Ich sage zumindest das, was ich gehört habe, nein. Aber kann mich auch täuschen.
Nein, nur 2 Minuten Verspätung. Es geht ja noch. In der Realität könnte man eigentlich nur hinten dranhängen, aber. Weil da war es ja teilweise so, da kam eine halbe Ewigkeit lang keiner und dann hatten wir 3 oder 4 Stück hintereinander. Das ist immer richtig toll gewesen. Und alle natürlich immer in den ersten, weil der zweite ist ja, könnte ja eine Minute später da sein. Das ist natürlich verheerend. Das ist aber eigentlich sowieso so ein Ding, was ich nie verstehe. Das ist aber überall so. Ob es jetzt einfach im normalen Linienverkehr ist, wenn da mal 2 Busse hintereinander kommen oder beim SEV, egal wo. Immer der erste ist der vollste. Das ist zu 99% ist das, glaube ich, so. Wenn ich mache es bei mir nach der Schule, mache ich es auch immer so und vor der Schule auch. Bei mir fahren immer 2 Busse von morgens in 2 Minuten Abstand und nach der Schule halt in 5 Minuten Abstand nehme ich immer den zweiten, weil auf die paar Minuten kann ich auch scheißen. Einfach, mich stresst keiner und gar kein Problem, nehme ich halt einfach einen Bus später. Bzw. einen Bus danach, weil wenn sie alle in den ersten gehen, habe ich dann hinten den zweiten, meinen Platz. Und meine Ruhe vor allem. Flughafen Tegel. Endhaltestelle. Bitte aufsteigen. Terminus. Please leave the bus here. Der berühmte Tegeltunnel. Wenn man hier durchgefahren ist, weiß man, okay, man ist gleich da. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende. Das ging ja schnell eigentlich, muss ich sagen. Wir sind aber auch ein bisschen schnell. Oh, gucken wir mal, dass wir noch hier vernünftig an die Haltestelle ranfahren, ohne irgendwie über den Bordstein zu hoppeln. Ohne möglichst über den Bordstein zu hoppeln. Was mache ich? Ich hoppe über den Bordstein. Ein bisschen vor können wir noch. So. Gut. Dann machen wir das raus. Einsteigen, aber ist mir egal. Ja, sag ich doch. Gut. Aber mit diesen schönen Bildern würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.